Winkler? Miss Brandt, Sie sind allergisch gegen Bienenstiche. Der nächste Matrose soll auf diese Weise den Tod finden. Wir werden unser Äußerstes tun, um Sie zu beschützen. Ich möchte etwas sagen, da Mr. Owen zweifellos hier in diesem Zimmer unter uns weilt. Die anderen mögen dessen schuldig sein, was sie auf ihrer Schallplatte behaupten. Aber ich bin nicht schuldig. Beatrice Taylor starb an ihren eigenen Sünden, nicht durch meine Hand. Ich bin sicher, Sie haben jetzt erkannt, dass Sie mich irrtümlicherweise hierher eingeladen haben, um Ihr Urteil zu vollstrecken. Das ist eine dreiste Rede, wenn Sie mich fragen. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Miss Brandt, Sie können nicht davon ausgehen, dass sich Owen rational verhält. Wenn Sie gesehen hätten, was er Rogers antat. Doktor, ich würde Sie bitten, Ihre Meinung für sich zu behalten. Da sie aus einer Flasche kommt, ist sie ohnehin wertlos. Oh. Was fällt Ihnen ein? Ich bin sicher, Mr. Owen und ich verstehen einander. Ich werde jetzt mein Strickzeug holen. Ich bin auf der Terrasse, falls mich jemand braucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau jemals von irgendjemandem gebraucht wird. Wenn Sie mich entschuldigen, ich gehe kurz auf mein Zimmer und erfrische... Ich meine... Mr. Nurracott, ich bin enttäuscht, muss ich sagen. 4 Tote inzwischen. Mein Vertrauen in Sie scheint deplatziert zu sein. Vielleicht muss ich direktere Schritte unternehmen. Es hat einen Mord gegeben. Ich sollte doch diese Zeit nutzen, um gründlich nach Hinweisen zu suchen. Jo, das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ich denke mal, wir sind ja wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Sind nicht mehr so viele Leute übrig, die als Täter in Frage kämen. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin ein bisschen Spaß mit den Videos. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Tschüss!